Im Sommer früh aufstehen, wenn es schon um 5 Uhr morgens hell wird, ist die eine Sache. Aber jetzt im Herbst oder Winter aufzustehen, wo es einfach noch um 8 Uhr gefühlt stockdunkel ist, ist eine andere Sache, die deutlich schwieriger ist. Wenn wir aber schon einmal die Routine haben, gerne früh aufzustehen, ist natürlich auch erstrebenswert, dass wir dann auch im Winter oder im Herbst zu etwas dunkleren Jahreszeiten ebenfalls früh aufstehen. Oder selbst wenn nicht und du es noch nicht gemacht hast, aber jetzt gerne früh aufstehen möchtest, habe ich heute einige Tipps für dich. Ich glaube, es sind 5 Tipps, wie du auch jetzt in der Jahreszeit, in der es morgens noch ein bisschen dunkler ist, auch früh aufstehen kannst. Ich stehe mittlerweile schon seit einigen Monaten jeden Tag morgens um 5 Uhr auf und habe deswegen einige Tipps gesammelt, da es nämlich am Anfang natürlich auch nicht so einfach war, aber jetzt immer mehr zur Gewohnheit geworden ist. Also viel Spaß bei den 5 Tipps heute und vergiss natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich diese Themen interessieren. Viel Spaß! Leute, der erste Tipp klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber mein erster Tipp, den ich selbst experienced habe, ist, dass man abends relativ viel trinken sollte. Weil wenn du abends etwas trinkst und dann morgens aufstehst, musst du meistens morgens auf die Toilette gehen. Und das hilft mir dann immer morgens wirklich aufzustehen und nicht nochmal eine halbe Stunde im Bett liegen zu bleiben. Deswegen am besten vor dem Schlafengehen nochmal ein halbes Glas Wasser trinken, damit man auch für die Nacht gut hydriert ist und dann am Morgen direkt aufstehen kann. Natürlich ist es aber auch zweitens sehr sinnvoll, dass man auch morgens direkt viel trinkt, um den Körper gleich wach zu kriegen. Also wir wissen ja alle, dass Wassertrinken generell total wichtig ist und ich mache es auch sehr gerne als erstes am Morgen, um direkt meinen Körper in den Schwung zu kriegen. Also vielleicht einfach vor dem Schlafen gehen, ein Glas Wasser ins Bett stellen, dann ein bisschen davon trinken am Abend und dann direkt noch den Rest am Morgen austrinken. Der dritte Tipp ist dann, direkt Licht morgens anzumachen. Ich habe sogar das Privileg, dass ich meine Lichter über mein Handy anschalten kann. Das heißt sozusagen, wenn ich morgens meinen Wecker ausmache und mein Handy in der Hand habe, kann ich sofort über mein Handy meine Lichter anschalten. Ich sage das mal ganz kurz. Das kann man mit diesen Smart Home Glühlampen machen. Tada! Und das heißt, ich kann, wenn ich morgens im Bett liege, schon direkt so, ach ja, hier Schreibtischlicht an und sowas machen. Aber ich glaube auch, wenn man das nicht hat, ist es vielleicht noch ein weiterer Vorteil, weil man dann direkt aufstehen muss, um zum Lichtschalter zu gehen. Also das weckt dich natürlich dann nochmal mehr auf. Ich glaube generell, dass immer das Wichtigste, der erste Schritt ist, aus diesem Bett rauszukommen. Und das Schwierigste immer der Start und der Anfang ist. Das heißt, wenn du dich einmal aufrauchst und einmal aufstehst und was trinkst und das Licht anmachst und ja zum Lichtschalter gehst, vielleicht die Jalousien runter machst oder hoch machst, dann ist eigentlich schon der wichtigste Schritt fertig in meiner Morgenroutine sozusagen. Also hier auf meinem Kanal haben wir ja schon öfter mal über das Thema früh morgens um 5 Uhr morgens aufstehen geredet und heute geht es ja wirklich direkt um das Licht und um diese kalte, dunkle Jahreszeit und das ist natürlich das Licht anmachen, der logische Schritt, den man eigentlich gehen kann. Deswegen natürlich der erste wichtige Punkt, direkt morgens Licht anmachen, um erstmal die Augen und das Gehirn wach zu kriegen am Morgen. Was ich auch sehr gerne mache, ist einfach direkt in die Küche runterzugehen und dort Licht anzumachen, dass ich halt sofort in der Küche bin, sofort mein Frühstück machen kann und ich das auch schon mal erledigt habe. Der vierte Punkt ist dann, und der ist auch sehr, sehr wichtig, dir selbst keine Ausrede zu erlauben. Ja, am Abend ist es super einfach, sich zu sagen, okay, morgen stehe ich früh auf, morgen stehe ich um 5 Uhr auf, mach Sport, mach mir ein gesundes Frühstück, lerne noch was oder so, aber am Morgen hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, auch immer über sein Leben und über seine Handlungen zu reflektieren und zu merken, okay, wie gut bin ich jetzt wirklich darin, das Ganze dann auch einzuhalten? Oder wie sollte ich oder wie kann ich meine Morgenroutine so gestalten, dass sie zwar erstrebenswert ist, aber gleichzeitig auch realistisch ist? Weil beispielsweise, wenn ich ein Mensch bin, der am Morgen nur 10 Minuten Zeit hat, sich schnell anzuziehen, sich vielleicht ein Brot zu schmieren oder zur Schule zu rennen, wird es mir nicht viel helfen, mir zu sagen, okay, morgen stehe ich 3 Stunden früher auf und mache eine komplette krasse Morgenroutine. Also man muss da auch realistisch bleiben. Aber wenn man das gemacht hat, muss man sie natürlich auch einhalten und darf sich selbst dann keine Ausreden erlauben. Denn ich habe schon mal in meinem Calendar-Blocking, Time-Blocking-Video erzählt, dass es genauso wichtig ist, dass du eine Verabredung mit dir selbst einhältst, wie eine Verabredung mit einer anderen Person. Also wenn du sozusagen ein Commitment mit dir selbst gemacht hast, dann solltest du das auch nicht brechen. Und deswegen erlaube dir morgens keine Ausreden. Wenn du gesagt hast, du stehst um 6 Uhr auf, dann stehe auch um 6 Uhr auf. Vor allem, wenn du so eine Person bist wie ich, die es einfach selbst hasst, wenn man irgendwie Versprechen halt nicht einhält oder wenn man sich selbst enttäuscht. Beispielsweise, wenn ich sage, ich stehe um 6 auf, weil dann irgendwie 6.20 Uhr aufstehe, bin ich einfach schon schlecht gelaunt, weil ich mir selbst weil ich selbst mich angelogen habe, sozusagen mich ausgetrickst habe und das mag ich gar nicht. Und deswegen weiß ich, dass es gleich schon ein schlechter Tag ist. Und dann kann ich mir selbst denken, dass auch die 20 Minuten früh aufstehen mir mehr helfen wird, als jetzt nochmal liegen zu bleiben, weil ich den ganzen Tag schlecht gelaunt bin, weil ich das Versprechen mit mir selbst nicht eingehalten habe. Und der fünfte Punkt ist, eine Sache zu haben, auf die du dich freust an dem Tag.
Das ist sehr gerne so eine kleine Übung, die ich am Abend mache. Also wenn ich abends ins Bett gehe, überlege ich mir, was eine Sache, auf die ich mich morgen am meisten freue. Und im Endeffekt geht es ja im Leben auch darum, Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Und dann ist es schon irgendwie traurig, wenn man keine Sache hat, also keine einzige Sache hat, auf die man sich freut am Tag. Und es kann ja auch was ganz Kleines sein, wie zum Beispiel, ich freue mich morgen auf das leckere Frühstück oder irgendwie auf den Englischtest, weil ich da sehr gut für gelernt habe. Oder dass ich meine beste Freundin treffe. Sowas kann es ja alles sein. Falls du dich noch mehr für Themen wie früh aufstehen, besser einschlafen, bessere Morgenroutine und so interessierst, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Also Lara Emily, mein Kanal. Hier kommen jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein neues Video online, wo wir halt genau über diese Themen reden. Also abonniere sehr, sehr gerne den Kanal, schreib was in die Kommentare und ich hoffe, dass wir uns dann hier auch sehr, sehr bald wiedersehen. Also hab noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Aufstehen morgen oder guten Morgen, wenn du es gerade am Morgen siehst, wie auch immer. Und dann hoffentlich bis sehr, sehr bald. Tschüss!